und blieb's im Minderziel Viktoriani. Ja, liebe Viktorianer, in der Vergangenheit haben sich auch schon einige Spieler von uns, wie zum Beispiel Lars Diels, Richmond Taki oder Mart Riestl, bei unserem Kapitän Mike Wunderlich im Kölsch-Quiz ein paar Fragen unterziehen müssen. Und heute haben wir niemanden Geringeres als unseren Cheftrainer Pavel Dotschev zu Gast. Und da wollen wir nochmal nachhören, wie er sich bisher mit der kölschen Sprache so auskennt. Ja, also eine kurze Frage vorab. Du bist mit Mike Wunderlich dieses Jahr den Mosel-Montagszug mitgefahren. Wie hat es dir gefallen und was waren deine Eindrücke? Ja, also das wird jetzt kein großes Geheimnis, wenn ich jetzt sage, das war ein tolles Erlebnis für mich. Also sowas habe ich vorher noch nie erlebt natürlich ich fand das jetzt das sensationell, wie die Leute sich auch gefreut haben, wie viele Menschen, alle so verkleidet und alle emotional bei der Sache und viele Kinder auch und war schon tolle Sache und bin sehr, sehr froh, dass ich diese Chance bekommen habe, dabei zu sein. Also würdest du sagen, was du jederzeit wieder machen? Wenn es geht, ja. Ich bin jetzt kein Karnevalmensch, deswegen sage ich nochmal, das ist das erste Mal, was ich sowas erlebt habe. Aber das war ein unvergessliches Erlebnis für mich und hat mir richtig sehr gut imponiert und sehr gut gefallen. Weil du ja quasi jetzt der Experte bist, was sowas im Montagszug oder Karneval angeht. Was bedeutet denn deiner Meinung nach Strüsia und Kamelle? Kamelle, glaube ich, sind die Süßigkeiten, die Bonbons und Schokoladen und Strösschen ist richtig? Strösschen. Es ist ja Blümchen, glaube ich, oder? Genau, sehr gut. Ja, sehr genau. Das sind die ersten Punkte. Ich habe viele verteilt. aber das war für mich wieder was Neues natürlich. Ja. Dann, was würdest du sagen, bedeutet Dosch? Dosch? Dosch. Da bin ich jetzt überfordert. Dosch. Weiß ich nicht, muss ich passen. Hast du gar keine Ahnung, was so? Nee, ich habe das noch nie gehört, Dosch. Oder? Vielleicht. Was ist du eigentlich? Ja? Also vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen, ich weiß es nicht. Ist es nicht Duschen oder? Ich weiß nicht, von euch her hätte man sagen, es ist ein Duschen, aber Dosch ist vielleicht irgendwas mit Moment, ich überlege. Das hat jetzt vielleicht mit Bier irgendwas zu tun. Das ist quasi nur richtig, also das bedeutet, dass man Durst hat. Ah, Durst, ja, genau. Ja, dann ist ja doch irgendwie so richtig die Richtung. Ja, also Durst ist Durst, okay. Dann, was bedeutet Copping? Copping? Das ist ja immer wieder, das ist ja so schwierig. Ich weiß es wirklich nicht. Copping, weiß es nicht. Hilf mir bitte, ich weiß es nicht. Ich muss jetzt wieder raten, aber ich hätte eigentlich mich vorher vorbereiten. Copping ist irgendwie so wie Kopf oder. Genau. Man sagt auch, ich habe Copping. Also Kopfschmerzen. Genau. Kopfschmerzen. Ach so, also nach dem Dosch hat man Copping. Ja, das ist ja. Ja, das ist eine Copping. Kombination. Das ist genau. Gut. Das nächste ist, das ist eigentlich auch relativ einfach, das dürftest du auch ganz gut wissen. Pens, was sind Pens? In der Familie habe ich wahrscheinlich Kinder oder was? Genau. Kinder? Pens sind die Kinder. Also, ah, Pens sind Kinder, okay. Ich habe zwei Pens. Ja, das ist quasi so die. Und was ist Minge? Minge. Minge oder? Minge bedeutet meine. Ah, okay. Genau, also Minge Pens sind meine Kinder. Das bedeutet betreut. Auch etwas Musikalisches, ein Instrument. Harmonika? Aber irgendwas wie Trompete oder? Genau. Trompete. Genau, drei bedeutet Trompete. Ja, okay. Ein Schnüss. Schnüss. Küsschen? Macht man damit? Mit Lippen oder mit Schnäuzer oder was? Mit dem Mund, ja. Mit dem Mund. Also schließt den Mund. Ah, okay. Man sagt auch, wenn jemand ein freches Mundwerk hat oder jemand frech ist, dann sagt man, er hat einen frechen Schnuss. Aha, okay. Ja, ein bisschen. Okay. Ne? Dann, was ist ein Jäck oder was bedeutet ein Jäck zu sein? Das ist ja Junge, oder?
weg. Nicht Junge? Nee. Irgendwie so wie... Das muss ich aber wissen. Eigentlich. Weil das habe ich schon mal... Das ist so wie meine. Das ist so meine Eck oder so. Meine? Nee. So, man sagt zum Beispiel, du bist Jeck oder... Verrückt? Genau, so eine verrückte Person. Also, dass man verrückt ist. Und also, verrückt, so verrückt. Genau. Jeck. Man sagt, du Jeck oder... Ah, okay, jetzt weiß ich aber. Jetzt, ich habe das Wort schon mal gehört gehabt, aber jetzt weiß ich, der Franz Wunderlich sagt immer zu seinem Hund und so. Jetzt weiß ich, was das genau. jetzt heißt. Genau. Man sagt auch Karneval zum Beispiel, Jecken, weil sie alle verrückt sind am Karneval. Okay. Ja, es gibt schon ein bisschen Logik und kann ich gut verstehen. Ja, ja. So aus dem Zusammenhang ist es einfacher, ne? Genau. Dann, was ist der Ring? Ring? Der Ring. Julia, du hast heute mich total erwischt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe Ring. Wo die so Rettungsring oder wie? Ja, ist zwar fast das gleiche, aber ist leider nicht das Richtige. Also sag mal, was du aber. Schwimmen oder wie ist es? Ja, was gibt es in Köln? Welcher Fluss ist in Köln? Rhein. Genau. Ja. Das ist der Rhein wird in Köln Ring genannt. Ach so. Ring, sagt man. Ach so, sagt man das hier? Ring ja. ist Rhein. Genau. Oh. Nicht wie der Ring, ja. sondern auch quasi genauso wie Redensart, aber man schreibt es ein bisschen anders, man schreibt es mit H. Also, okay. Und Rhein ist Ring. Okay. Ring. Genau. Dann, was ist die Schelsig? Ja, das ist ja hier rechts vom Rhein. Genau. Ja, und das ist unser Viertel. Genau. Und das ist quasi die Schelsing von Köln. Also die rechte Rheinseite von Köln. Weil der Dom liegt auf der linken ja, Seite. Ja, ich weiß, ja. Ja, und das ist jetzt für uns ist ja natürlich die richtige Seite, klar. Genau. Also da steht gar nicht in Frage. Was ist ein Fischsprung? Irgendwas mit Teddybär oder was? Das ist auch weich, aber ich gebe den Tipp, es ist was zu essen. Das ist auch eigentlich gesund. Ja. Eigentlich gesund? Weiß ich nicht. Ich gebe auf, weiß es nicht. Das ist eine Pfirsich. Pfirsich? Ja. Ah, okay. Pfirsich heißt Fischsprung. Das ist eigentlich quasi. Rum hat wirklich Pflaume, ja. aber es ist allerdings mit etwas weichem Wasser aus dem Rum. Okay. Das ist quasi Flüchtling. Was bedeutet Rähn? Ich gebe dir keinen Tipp. Das Wetter draußen ist heute nicht so. Ach, Regen! Genau. Ah, okay, das gefällt mir. Genau, das ist quasi der Rähn, das ist der Regen. Ja. So Köln. Und, es ist am Regen. Es ist am Regen, das heißt, es ist am Regen. Und es ist halt so die Kirchenredensart. Dann haben wir noch eine Frage. Was bedeutet deiner Meinung nach Kasala? Kasala? Kasala kann eigentlich irgendwas wieder mit Karneval zu tun oder kann nur mit Karneval zu tun haben. Und das ist vielleicht diese. Raum, wo diese Sitzungen stattfinden oder so? Es gibt zwar eine Sache, die mit Kasala und Karneval zu tun hat, das ist eine kölsche Band. Die heißt auch Kasala. Okay. Allerdings bedeutet Kasala eigentlich was anderes. Ja. Also man kriegt Ärger. Aber wäre ich nie darauf gekommen. Kasala ist eigentlich Ärger. Genau, Kasala bedeutet, dass man Ärger bekommt oder übel. Aha, okay. Kriegt Ärger. Ich glaube, du kriegst Kasala. Ja, Pavel, also ich finde, du hast dich schon ziemlich gut geschlagen in unserem Kölsch-Quiz. Bei den ein oder anderen Wörtern liegt noch ein bisschen Nachholbedarf, aber ich glaube, das kriegen wir auch hin. Und dann hoffe ich, dass wir alle gesund bleiben und uns auch bald alle wiedersehen. Macht's gut. Du bist und liebst in Minas, hier Victoria.